Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen World of Tanks Placement anlässlich des World of Tanks 1.0 Releases. World of Tanks, wer es noch nicht kennt, ist ein Free-to-Play-Spiel, wo man so mit Panzern ballern kann. Und jetzt kam 1.0 raus. Das heißt, es gibt eine neue Engine. Das ganze Spiel wurde redesigned, ein bisschen überarbeitet, ein bisschen moderner angepasst, was die Grafik angeht. Ganze Maps wurden verändert. Auf meiner Lieblingsmap gibt es jetzt in der Mitte eine fette, kaputte Burg zum Beispiel. Und ihr könnt euch, falls ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, unten mit einem Anmeldelink anmelden. Erster Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann einen Account erstellen und in der Account-Erstellung, wo ihr weitergeleitet werdet, gibt es unten dann das Feld, dass ihr einen Code bitte verwenden wollt. Und da gebt ihr ein VOD1. Ja, auch in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr dann einen T3 Premium Panzer, ja, der ist krass. Panzerkampfwagen T15, ist ein deutscher. 7 Tage Premium und noch ein paar andere, so ein Kleinkram, ja, so Consumables, glaube ich, nennt man das. Ja, und jetzt Film ab, viel Spaß. Tschüssi. Seid ihr hier auch zum Anmelden? Gerade frisch nach Spandau gezogen. Toller Laden hier, du. Macht Spaß. Ja, ich war auch heute Morgen beim Bäcker. Ne? Bäcker kennt ihr ja, ne? Wart ihr da schon mal? Hier um die Ecke. Back and Snack. Ja, die Kassiererin hat auch erstmal direkt rumberlinert. Kennt ihr das, diesen Berliner Akzent? Ihr kommt doch von hier, oder nicht? Ist doch Spandauer. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann auch mal einen Berliner bestellt. Ja, dann guckt die mich an, als wäre ich irgendwie von einer ganz anderen Welt, du. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Weil die sagen hier Pfannkuchen. Was sagt ihr denn? Hm. Ja, bei uns ist ein Pfannkuchen so ein Gerät, so ein Teig. Oh, ja, moin. Man steht von allein! Gibt's Problem? Nö. Warte nur! Warten? Denken Sie, der Russe wartet draußen vor der Tür Spandaus? Man, der kommt hier jeden Moment rein und Sie stehen hier und haben nicht mal Anstand, ruhig zu stehen! Ja? Hab ich Sie um Erlaubnis gebeten zu sprechen? Bitte Kuchen sprichst, schweigen die Krümel! Okay. Ja, wir sehen Spandau Starspatzen und Sie sind Rekrut! Benehmen Sie ihn auf Scheiße! Richtiges saftiges Stück Scheiße! Gucken Sie mich nicht an, wenn ich mit Ihnen rede! Mit ihnen fangen los! Ab zum Anrennen! Los! Bäcker! Los! Ran jetzt! Hier, setze das auf und führe Sicherheit. Ja, ich mach keinen Spaß. Sie wissen, was wir heute tun? Welche Panzerklasse dran ist? Ich wollte mich nur in Spandau anmelden. Ich bin neu hergezogen. Das will ich nicht hören! Sowas hat, gehört sich hier nicht her, gehört das! Welchen Panzer haben wir hier? Klicken Sie auf bereit! Ich wollte hier gar nicht. Klicken Sie auf bereit! So, wir fahren jetzt vor. Das sind Sie? Und ich. Ja! Sie haben hier echt ein kleines Rohr. Hey! Oh. Nur ein bisschen. Wir haben hier einen sogenannten mittleren Panzer. Wir gehen über den Süden. Hören Sie auf! Oh, aber das macht Spaß. Wir befinden uns bei den Stahlspatzen. Was sagt das Ihnen? Knock, knock. Wer ist da? Ich hab einen Baum umgefahren. Wollt ihr mich verarschen? Links, links, Feind! Feind? Scrollen Sie rein jetzt. Können Sie gucken. Mit dem Mausrad! Können Sie eigentlich irgendwas? Was? Ich merke schon, ich hatte schon etliche in ihrer Position da sitzen. Millionen. Die waren alle nervös. Und Sie wollen sich schon gar nicht hier. Entspannen Sie sich mal ein bisschen. Das heißt nicht, Sie sollen hier sitzen wie ein Larry. Ach so. Das Wichtige bei dieser Panzergattung ist die Geschwindigkeit. Das heißt, wir lassen uns nicht einmal treffen. Wie macht die Stahlspatze? Wie macht er? Ja! Oh! Ja, der schießt. Ja? Sie stehen auf freier Fläche! Ich bin schon wieder kaputt! Meine Fresse! Bäcker. Probier mal einen neuen Ansatz. Sie sind anscheinend etwas verwirrt. Das kann in der ersten Prüfungsstunde mal passieren. Atmen Sie bitte einmal ruhig durch. Machen Sie jetzt bitte mal Ihre Atmungsübung, bevor wir loslegen. So ist gut, ja. Was ist jetzt der Auftrag? Folge leisten. Und Sie haben schon wieder den mit dem Kleinen.
Links von ihm! Ja, den mach ich doch jetzt! So, zwei Schaden habe ich gemacht. Ich mach ihn weg. Machen sie. Drunter. Unter die Wanne. Oh, jetzt. Hab ich aber gemacht. War nicht schlecht. Vollgas jetzt! Ich komme! Die Böschung runter! Ah. Oh. Eieiei, kritischer Schaden. Zugriff! Ja! Was ist das jetzt? Los, Zugriff, Pekka! Zugriff, los! Ich bin kaputt! Schrott! Sehr gut! Sie haben es geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Ja! 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 Aber wir verlieren den Krieg! Darum geht's doch hier nicht! Ach so. Einsatz! Ja. Wir kommen jetzt zur letzten Etappe der Prüfung. Jetzt schieben wir den Dicken. Sehen Sie den Dicken? Das ist eigentlich ein schwerer Panzer. Ein mittlerer. 20D. Der muss wohin? Weg! An die Front. So, das heißt, gemeinsam schieben wir den jetzt nach vorn. Alles klar. Und los, Gleichschritt. Hau ab! Ja. Ey! So, jetzt. Ja, jetzt. Ah. Ah. Weg mit ihnen an die Front! Oh, ich werd beschädigt. Oh, jetzt wird's schwierig. Fahren Sie mal ein bisschen zurück. Weg, 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 weg. Oh, fahren Sie weg, fahren Sie weg. Mehr, ich kann nicht mehr. Fahren Sie weg. Ich kann nicht fahren. Wegfahren. Besatzung betäubt. Becker. Oh. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das geht, ja? Wo sind Sie denn? Aha. So. Opa. Muss das sein jetzt, ja? Schadenfreude dem Vorgesetzten? Hä? Sitzen neben mir und nicht vor mir. Jetzt passen Sie mal auf, ja? Das geht doch nicht! So, Herr Becker, was haben Sie denn für eine Einschätzung bisher? Boah, scheinbar ist es ganz schön schwer, sich in Spandau umzumelden, muss ich sagen. Ummelden? Wollen Sie hier wohnen, oder was? Das versuche ich Ihnen den ganzen Tag zu erklären. Aber Sie ziehen mich in irgendeine Kriegsmaterie rein. Ich soll Panzer fahren, Renault, Gipapeu, den Automobil. Dachte, ich kann mich hier ummelden. Aber ich muss mich hier von so einem Pimpf vollschreien lassen, dass ich hier irgendwelche Busse oder Panzer mit langen Rohren und sie haben ein kleines Rohr. Das macht mich alles fertig. Ja, jetzt schreie ich mal zurück. Ja, jetzt haben sie das davon. Nee, die Scheiße hier, die gebe ich mir nicht. Dann können sie hier schön alleine weitermachen. Oder mit den anderen beiden da vom Flur. Mir ist das zu viel. Nee, sorry. Muss jetzt nicht so sein. Was ist denn jetzt so unfreundlich? Linke! Jawohl! So, zu Ihrer Sicherheit. Ja. Kommunikationsinstrument sitzt ja schon. Sie haben Ihre Prüfungsunterlagen erhalten. Jawohl! Für die Spanner aus Stahlspatzen. Ja! Da wissen Sie ja, was heute Thema ist. Geil! Was wir... Das heißt jawohl! Jawohl! Sind wir hier nicht im Club hier? Geil! Haben wir schon... Was verstehen wir unter Artillerie? Rein, ballern! Nein, rein nicht! Raus und ballern! Draußen bleiben! Ah! Geil! Scheiße. Als Artillerie bleibt man zurück und schießt! Jawohl! Bedeutet das, dass wir uns auch gegebenenfalls zurückziehen? Wir ziehen uns niemals zurück! Genau! Zurückziehen können Sie Ihre Vorhaut! Ein deutscher Soldat weicht aus! Ja! So, dann zeigen Sie mal, was Sie können! Drücken Sie Shift! Warten Sie! Drücken Sie Shift! Warten Sie! Nein, drücken Sie Shift! So, jetzt, wo ist der Feind, hä? Da! Hier? Ist das was? Ja, jetzt warten, warten, bis Sie... Ja. Ja, der lädt noch nach. Ja. Jetzt ist... Warten Sie! Wohin? Warten Sie! Genauer! Ja. Warten? Ja. Schuss! Boom! Treffer! Jawohl, verdammt! Jawohl! Nachziehen! Bisher sehr gute Arbeit, Rekrut. Danke, danke. Sehr gut. Danke. Sie haben ein Auge, Sie haben ein Auge dafür, ne? So, ich fahre jetzt näher ran. Wo ist er, der Feind, der Russe? Ist doch ein Russe, oder? Da! Machen Sie die kalt! Ihm beim Arbeiten zuzusehen, wissen Sie, das war eines meiner Lebensträume. Ja. Der wird hier wahr. Ja, das Problem ist, er... Was machen Sie? Zugucken oder was? Ist das hier meine Prüfung oder Ihre? Ich versuche... Wir brauchen Sie gar nicht anfangen zu heulen! Die Häuser! Erheben Sie Ihr Wort gegen den Oberfeldwebel! Nein, es tut mir leid. Arschloch. Rekrut, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie zuerst hören? Die gute. Es sind nur noch 4 Gegner am Leben. Jawohl! Jetzt die schlechte? Ja. Nur noch Sie leben in unserem Team. Und jetzt ran, ran, ran! Die Gegner können Sie gerade nicht sehen. Was heißt das? Die werden jetzt hier... Wahrscheinlich ein bisschen näher erscheinen. Ja, ja, die werden sich jetzt auf jeden Fall hier... Da! Da ist er doch, guck mal. Warten Sie. Ja, ja, ja. Nee. Zoomen. Ja. Zoomen aufs Arschloch. Okay. Zoomen. Volle Kante! Bam! Der KV! Der KV! Wo links! Ist er, wo ist er? Ja, ja. Sie haben noch 7%. Nein. Aber es war knapp. 2 Abschüsse. Danke. Positive KD.
positive KD ist immer wichtig für die Bundeswehr. Na klar. Der Gegner kann hier durchfahren, der Gegner kann hier durchfahren, der Gegner kann hier durchfahren und der Gegner kann hier langfahren. Aha. Was haben sie vor? Ich will mich strategisch hier eher rechts positionieren, weil da natürlich mehr Feinde sind. Das heißt, mehr Opfer. Opfer, ja? Kommen sie gerade aus der Schule oder was los? Opfer. Soll ich die wegknallen, will? Was will man sonst zu denen sagen? Das ist ein militärischer Gegner, ein Feind. Mach doch hier kein Türkenkreis, wie im Pausenhof. Probieren sie doch mal. Probieren wir mal. No scope! Das ist direkt der nächste! No, natürlich haben sie gescoped! Jetzt! Ah, weggeknallt! Jawohl! Ah. Ist immer so spannend, solange er fliegt, nicht wahr? Pass auf! Treffer! Bam! Versenkt! Ohne ihre Hilfe. Boah, da krieg ich Flashbacks! Oh. Ei! Sie wurden entdeckt! Ah! Ah! Das war's für uns! Wir hatten eine so gute Runde! Und Sie? Was haben Sie gesagt? Was haben Sie sich dabei gedacht, die Position überhaupt nach vorne zu verlagern? Sie sind adlerisch, ich habe gesagt, wir bleiben zurück! Ich habe gesagt, wir bleiben zurück! Ich habe alles gegeben, Kapitän, Führer Bundestag. Jetzt raus, mir reicht's! Schicken Sie den nächsten rein, den Lange! Mein Gott, da werde ich ja wild! Nur Vollidioten hier nur noch, bei den Stahlspatzen. So, nächster, Lange! Kommen Sie ran! Ja, setzen bitte! Herr Lange! Jawohl, Herr Oberfeldwebel! Haben Sie Ihre... Setzen Sie das mal ordentlich auf. Der Helm ist zu klein, Herr Oberfeldwebel. Der Helm ist nicht zu klein, Sie sind zu fett. So, warum sind wir heute hier, hä? Wir sind hier zur Aufnahmeprüfung der Spandauer Stahlspatzen, Herr Oberfeldwebel. Jawohl, Sie wollen nämlich Panzerschütze werden, nicht wahr? Jawohl, Herr Oberfeldwebel. Ja, dann wissen Sie ja, dass wir Sie heute im Bereich schwerer Panzer ausbilden. Erzählen Sie mir mal was über den Tigerpanzer. Jawohl, Herr Oberfeldwebel. War der Panzer, der schwere Panzer im Zweiten Weltkrieg, Nachfolger des Tiger 1. Mit 69 Tonnen ein schwerer Panzer mit einer Glattrohrkanone von bis zu 185 mm. Und warum so berüchtigt, der Tiger? Der Tiger hatte eine besonders starke Panzerung, der Tiger 2 hingegen aufgrund der Molybdenknappheit dann wiederum eine weniger gute Panzerung im Vergleich zum Vorgänger. Ja, bleiben Sie stehen, los, los, los! Volldampf! Ich will, dass du Gas gibst! Was machen Sie denn da? Stehen Sie rum? Sind wir im Urlaub? Herr Oberfeldwebel, ich warte darauf, dass sich der Feind bewegt. Ja, aber das ist doch nicht das Motto der Stahlspatzen. Jawohl, Herr Oberfeldwebel, das Motto ist rein. Sehr genau, das ist nämlich der Kerngedanke. So. Habe einen Treffer erzielt, bin aber selber getroffen. Panzer auf 12 Uhr oben auf der Gebirgsspitze. Ja, ist gar kein Problem hier, den hier habe ich. Weggemacht. Los jetzt. Ich bin ja vor Ihnen, gucken Sie mal, jawohl, wo ich bin. Jawohl, Herr Oberfeldwebel. Ich wollte eigentlich nur zugucken hier, aber es macht so Spaß, hä? Motor wird angeschmissen, Herr Oberfeldwebel. Das gefällt mir, sehr schön. Ladeschütze meldet volles Magazin. Oh, den habe ich richtig gegeben, Junge. Ja, getroffen. Oh, jetzt ist er kampfunfähig. Ja, kampfunfähig. Ach, Vollidiot. Jetzt will ich mal ein paar Abschüsse sehen. Sehr schöner Treffer. Den hatte ich gerade auch im Visier. Oh, Sie haben da einen Abpraller von rechts vorne. Sie sind leider wieder mal unter Beschuss. Oh, Herr Oberfeldwebel. Ja, oh. Ah, oh Mann, Kette, wenn ich das schon wieder sehe. Ja, Kette zerstört. Ach wie. Konnte den Fight mit einem Wirkungstreffer eindecken, Herr Oberfeldwebel. Ja, das freut mich. Fahr mal hinter die Butze, da kann sich keiner geben. Hier, links kommen welche. Dreh mal deine Front da vorne, Junge. Du hast ja ihnen keine Panzerung. So, die wollen hier alle Stress. Panzer rechts, Herr Oberfeldwebel. Ja, ich halt links. Mach du mal rechts die Jungs nackig. Von hinten jetzt, Herr Oberfeldwebel. Ja, das, so mögen wir es, nicht wahr? Von allen Seiten, ja, ist ja ein bisschen erdrückend, die gebe ich zu. Guck, wir machen die jetzt rechts einfach mit einem schnellen Manöver weg. Herr Oberfeldwebel. Oh, nee, hier sind einige mehr. Bin getroffen worden. Also, Lange, da muss ich sagen, da wurden wir von unseren Kameraden... Ganz schön im Stich gelassen. Kameraden Schwein hier ist, glaube ich, angemessen zu bezeichnen. Ganz schön im Stich gelassen. So, Sie können es wegtreten. Herr Oberfeldwebel. Ja, jetzt verpiss dich, Mann. Das wird mir zu Boden. Immer diese Kacke hier in meinem Job. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Los, verpiss dich jetzt. Ja, brauchst du nicht salutieren. Verpiss dich einfach, Mann.